geht ab, ihr stinkenden Stinker? Heute schauen wir uns die 10 abnormal größten Hunde der Welt an. Ja, heute geht's um Doggos. Also nicht um Doggy, sondern... Oh Gott, was wo reite ich mich jetzt rein? Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen rum da. Ein Daumen nach oben ist gleich ein Babyhund mehr, den ihr morgen vor eurer Tür finden werdet. Wie viele Babyhunde können wir an Leute verschenken? Und falls ihr neu seid, ganz, ganz wichtig, wenn ihr neu seid auf diesem Kanal, dann abonniert den Kanal, denn es ist wissenschaftlich bewiesen. Jeder, der diesen Kanal jetzt abonniert hat, automatisch morgen einen 10 cm größeren Pipi. Probier's aus. Top der Dachverband der Hundezüchter, die FCI, mit Hauptsitz in Belgien, führt etwa 350 Hunderassen in 10 Gruppen. Aha. Innerhalb dieser finden sich neben kleinen, mittelgroßen, großen auch sehr große Hunde. Heute die 10 größten Hunde der Welt. Oha, what? Warte mal. Nummer 10. Jetzt bin ich gespannt, ey. Der anatolische Hirtenhund ist eine Hunderasse, die ihren Ursprung in der Türkei hat. Okay. Diese wurden dort als Herdenschutzhunde zum Bewachen von Schafen gezüchtet und eingesetzt. Unter dem Namen anatolischer Hirtenhund werden nach FCI-Standards verschiedene Rassen zusammengefasst. Aha. Die bekanntesten Vertreter sind der Akbash und der Kangal. Die Hirtenhunde gelten als ausgeglichen und mutig, weichen Aha. nie von der Seite ihrer Herde und können sogar mehrere Tage ohne Fressen auskommen. Mhm. Ausgewachsene Hirtenhunde haben eine Widerristhöhe von 70 bis 85 cm bei einem Gewicht von bis zu 65 kg. Rassetypisch ist ein kräftiger, Bruder, der wiegt einfach fast so viel wie ich, Maschallah. Aber nicht fetter Körper, ein kurzes, glänzendes Deckhaar und ein breiter, kräftiger Kopf. Krank! Okay, weiter geht's! Nummer 9. Der schottische Hirschhund, auch bekannt als Deerhound, ist mit einer Widerristhöhe von bis zu 76 cm eines der größten Hunderassen der Welt. Okay. Ursprünglich wurde dieser Windhund zur Het... Ey, nicht böse gemeint, aber guck dir den an, Bruder, wie hässlich bist du denn? Also, wirklich, der ist hässlich, da muss man ihm sagen, Bruder, das ist halt... Du bist eine Gesichtsgrätsche, da kann man doch auch nichts machen. Es tut mir leid, Mann, ich habe mir das doch auch nicht ausgesucht. Hetzjagd auf Hirsche gezüchtet und Was war lange Zeit los? Beim schottischen Adel als Begleithund beliebt. Das sieht aus wie ein nasser Waschlappen, ne? Wie ein nasser Waschlappen. Charakteristisch für diese Rasse sind ein graues, zotteliges Fell, ein eleganter, windschnittiger Körper und eine lange Rute. Der Deerhound gilt als treuer Begleiter und wird als sanft, gehorsam und ausgeglichen beschrieben. Okay, okay. Ja, nicht Nummer schlecht. Nummer 8. Der irische Wolfshund gehört zur Gruppe der Windhunde. Ist es nicht der gleiche? Männliche Vertreter dieser Art haben eine Mindestgröße von 79 cm. Hündinnen sind mit einer Schulterhöhe von mindestens 71 cm etwas kleiner. Krass, wie groß. Diese Rasse ist gekennzeichnet durch ein raues Haar, kleine Ohren und einen sportlich wirkenden Körperbau. Wie groß! Sein genauer Ursprung ist nicht bekannt. Im 16. und 17. Jahrhundert wurde der irische Hirtenhund hauptsächlich in England zur Jagd auf Wölfe und Bären eingesetzt. Heute erfreut sich der irische Hirtenhund aufgrund seines sanftmütigen Charakters als Familienhund größter Beliebtheit, wird jedoch auch bei Geländerennen oder Windhundrennen eingesetzt Heftig. Und ist zugleich Maskottchen der irischen Garde. Wie big der ist, crazy! Nummer 7. Wie groß der Chien de Montagne, die Pyrenäe oder auch Patou ist eine anerkannte... Der Chien de Montagne, die Pyrenäe... Bruder, Alter, was ist das für ein Name? Nenn mich doch einfach Herbert! Herbert, den Schlappohr-Doggo. Gute Hunderasse, die erstmalig im 15. Jahrhundert erwähnt wurde. Hier dienten die bis zu 80 cm großen Hunde als Wachhunde Oha. In den Schlössern der Pyrenäen und wurden später auch als Hütehunde eingesetzt. Charakteristisch für diese französische Hunderasse ist ein muskulöser, stammiger Körper, ein dichtes weißes Fell sowie kleine anliegende Schlappohren. Er braucht viel Bewegung und wird als aufmerksam, intelligent, wachsam und gutmütig, aber auch als misstrauisch und ein wenig unbeugsam beschrieben. Ah, okay, okay, interesting, schauen wir weiter. Nummer 6. Deutsche Doggen gehören mit einer Widerristhöhe von über 72 cm ebenso zu eines der größten Hunderassen der Welt. Ah? Der Ursprung dieser Rasse ist bis Bro, dato die sind so, guck mal wie big der ist, Alter, der ist größer als dieses Frauchen. What the heck, dude? Hand. Crazy. Sicher ist jedoch, dass die ersten Doggen Anfang des 16. Jahrhunderts aus England eingeführt wurden. Okay. Als Begleiter auf der Jagd wurden Doggen in verschiedenen Kreuzungen gezüchtet. Die bekanntesten sind die englische, die dänische und die Ulmer Dogge. Ah? Vor allem Mitte des 19. Jahrhunderts fand das Aufkommen dieser Rasse Hunde großes Interesse. Da auf mehreren Ausstellungen sowohl dänische Doggen als auch Ulmer Doggen ausgestellt wurden, obgleich keiner dieser dänischen Vertreter tatsächlich aus Dänemark stammten, schlugen Preisrichter auf der Hundeausstellung von 1876 vor, sich auf einen gemeinsamen Namen zu verständigen. Aha. So wurde die Bezeichnung Deutsche Dogge eingeführt. Ah. Die Deutsche Dogge ist ein freundlicher und anhänglicher Vertreter. Ja. Rassetypisch ist ein edler, kräftiger und großer Körper mit einer harmonischen Erscheinung. Bro, der wird mich umwresteln, der wird mich aufessen. Ich bin Snack für den, Alter. Was ist eure Lieblingshunderasse? Schreibt mal in die Kommentare. Meine? Schwierig. Mops oder französische Bulldogge oder Golden Retriever.
Nummer 5. LOL! Der Mastino Napoletano ist ein italienischer Rassehund, der vermutlich ein Nachfahre der Molosser ist. Molosser waren einst römische Kriegshunde, die auf Feldzügen, aber auch im Kampf gegen Menschen eingesetzt wurden. Was? Später dienten die Mastino Napoletano als Wach- und Schutzhunde. Der Mastino Napoletano hat rassetypisch einen schweren und massigen Körperbau, sowie einen großen Kopf und kurzes Fell. Ausgewachsene Tiere erreichen eine Größe von bis zu 75 cm und können bis zu 70 kg schwer werden. In Deutschland wird die Rasse in einigen Bundesländern in der Rasseliste geführt und somit rassebedingt als gefährlich angesehen. Crazy, wie groß der ist. Krank. Nummer 4. Der Neufundländer ist ein aus Kanada stammender Rassehund. Ah? Rüden sind im Schnitt 71 cm groß bei einem Gewicht von etwa 68 kg. Okay. Hündinnen sind in der Regel etwas kleiner und erreichen eine Größe von durchschnittlich 66 cm bei etwa 54 kg. Aha. Der Neufundländer wurde erstmalig im 18. Jahrhundert erwähnt und diente den Fischern Neufundlands als Arbeitstier. Neufundländer wurden aufgrund ihres kräftigen, muskulösen Körpers und wasserabweisendem Fell gerne als Schlittenhunde sowie als Wasserhunde eingesetzt und werden noch heute als Wasserrettungshunde verwendet. Krass. Sie gelten als ausgeglichen, ruhig und freundlich. Aufgrund stark vertretener Erbkrankheiten haben Neufundländer eine sehr geringe Lebenserwartung. Oh. Etwa 62% erreichen nicht das 10. Lebensjahr. Oh, ey, voll der cute Mann, der Arme. Nummer 3. Wir sind Top 3, jetzt die drei größten Hunde. Der ist eine Hunderasse, bekannt auch als Sandbernardshund. Okay. Dieser diente ursprünglich den Augustinermönchen auf dem großen St. Bernhard als Lawinenhund, um Menschenleben zu retten. Aha. Mit einer Widerristhöhe von bis zu 90 cm ist der Bernardiner einer der größten Rassen der Welt. Mhm. Ausgewachsene Exemplare haben einen großen und kräftigen Körper mit langer oder kurzer Behaarung, die sehr dicht ist. Mhm. Das Wesen dieser Hunde ist sanft, ausgeglichen und ruhig. Leider haben Bernardiner ähnlich wie andere große Hunderassen eine sehr unterdurchschnittliche Lebenserwartung. Mhm, etwa 74% werden keine 10 Jahre alt. Oh, krass, Alter, das ist aber auch nicht so nice, ne? Nummer 2. Platz 2! Der Leonberger ist eine deutsche Hunderasse, die durch Kreuzung eines Bernardiners, Neufundländers und Pyrenäenberghundes in Leonberg in Baden-Württemberg entstanden ist. Bruder, guck mal, das sieht aus wie so ein riesiger Teddybär. Wer würde den gerne zu Hause neben sich haben, wenn er einschläft? Yo, das ist ja purer Teddybär Deluxe. Diese Rasse zeichnet sich durch einen kräftigen Körper, langen Fell und weit hinten ansetzenden Ohren aus. Ausgewachsene Rüden werden bis zu 80 cm groß und bis zu 70 kg schwer. Der sieht aus wie ein Löwe! Da Leonberger ausgesprochen kinderfreundlich sind und eine gute Lernbereitschaft haben, sind diese absolut krass. Als Familienhund geeignet. Krass. Ihr Charakter ist gelassen und ausgeglichen. Süß. Platz 1, jetzt bin ich gespannt, der größte Hund der Welt. Nummer 1. Eine ausgewachsene tibetanische Dogge, besser bekannt als Doki, kann bei einem Gewicht von ca. 60 kg über 66 cm groß werden. What? Diese Hunderasse gilt nicht nur als eine der größten, sondern auch als eines der ältesten der Welt und war ursprünglich in den Hochebenen des Himalaya beheimatet. Was? Dort wurde er vornehmlich als Hirtenhund, aber auch als Wachhund eingesetzt. Erstmalig wurde die tibetanische Dogge durch den Entdecker Marco Polo erwähnt, der ca. 1271 Asien bereiste. Bis heute ist die tibetanische Dogge als eine der wenigen Arten nahezu genetisch unverändert gezüchtet worden und erfreut sich aufgrund ihres treuen und loyalen Charakters in der ganzen Welt größter Beliebtheit. Heftig! Der Körperbau dieser Rasse ist kräftig, das Haar dunkel und fest, welches in den Frühlingsmonaten abhaart. Aber, hä, sieht die deutsche Dogge nicht größer aus als der Hund? Das ist Platz 1, also für mich sah die deutsche Dogge größer aus, oder? Ladies and Gentlemen, die 10 abnormal größten Hunde der Welt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, falls ihr neu seid, lasst ein kostenloses Abo oder umsonst kein Video mehr verpassen und einen 10 cm größeren Pipi haben. Danke fürs Zuschauen. Bitte schalt ab. Auf Wiedersehen. Tschüss!